Ja, hallo, servus zusammen. Ich bin der Peter Pöppel und ich freue mich, euch ein bevorstehendes Webinar am 5.2. um 11 Uhr präsentieren zu können oder moderieren zu dürfen. Es wird ein super aufregendes Event, das kann ich versprechen, denn wir werden in die Welt der Subparts 2024 eintauchen und ihr dürft wirklich gespannt sein. Warum Subparts 2024? Ja, ich erkläre euch einfach die Installation, wie ihr die kostenfreien Subparts unter einer Minute alle installieren könnt, auf dem ganzen Büro verteilen könnt. Dann werde ich euch die praktische Anwendung zeigen, von der Dübleiste bis zum Rückbieganschluss. Auch der Kragplattenanschluss wird dabei sein. Und ich erkläre jegliche Funktion und Auswertung. Ja, und bei der Auswertung sind wir schon am nächsten Punkt. Der neue Report 2024, der ist jetzt noch benutzerfreundlicher und effizienter. Zum Beispiel könnt ihr in den Schwarz-Weiß-Modus gehen. Ihr habt ein exklusives Mapping im Report dabei, dass ihr eure benutzerdefinierten Einbauteile in Allplan einfach über diesen Report mappen könnt. Das habe ich für euch übernommen, damit ihr es nicht mappen müsst. Ja, und dann habe ich noch 14 Plätze frei. Sichert euch den Platz für dieses exklusive Webinar. Ich möchte das begrenzen, weil ich möchte das in einem komfortablen Umfeld, ohne dass ich umfalle, präsentieren. Und ja, genau, dass technisch halt auch nicht zu so viel daneben laufen kann, ist das ein bisschen begrenztes Webinar. Aber gut, kostenfreie Nutzung natürlich bis Ende des Jahres. Und ja, den Vorteil habt ihr natürlich alle, wenn ihr das Webinar besucht. Für wen ist das Webinar? Also ganz klar natürlich für Allplan-Anwender in erster Linie, vor allem für Tragwerksplaner, Konstrukteure und Ingenieure. Natürlich auch ein paar Architekten könnten sich damit dazu lehnen, wenn ihr zum Beispiel über die Abdichtung oder Doppeldichtpackungen oder sowas erfahren wollt. Gut. Ansonsten erfahrt ihr, wie die Subparts in der Arbeitsweise eingesetzt werden und wie sie den Workflow revolutionieren. Da bin ich mir ganz sicher. Dann, ja, ihr habt halt alle Einblicke, was ich mir dabei als Anwender und Entwickler dabei gedacht habe. Dann könnt ihr natürlich auch Fragen stellen, die ich entweder im Webinar oder danach beantworten werde. Das weiß ich noch gar nicht, wie es ablaufen wird. Da müssen wir mal ein bisschen auf den Flow im Webinar achten. Ja, und dann gibt es natürlich noch die persönliche Betreuung und den Kontakt zu den Herstellern. Also ich betreue euch persönlich bei der Anwendung. Es ist ein kostenfreies Produkt und ich selber als Geschäftsführer der Subgrid werde mich darum kümmern, damit auch ihr diese gut bei euch einsetzen könnt. Und dazu bekommt ihr auch noch die Kontaktdaten zu den Herstellern, wenn ihr die wollt. Dann bekommt ihr den direkten Zugang zu den Bemessungssoftwares der einzelnen Produkte, dass ihr auch keine Ängste scheuen müsst. Also damit ihr keine Angst haben braucht, um eine Software zu bedienen, die dann das richtige Ingenieurs-Einbauteil ausgibt. Ne? Ja, und dann ist der Spaß und der Mehrwert auf jeden Fall garantiert. Ich freue mich auf das innovative Webinar und ich hoffe, dass es auch unterhaltsam sein wird. Ihr habt auf jeden Fall Vorteile davon und ja, den Link findet ihr in den Kommentaren aus algorithmischen Gründen. Ja, und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns am 5.2. um 11 Uhr und meldet euch und entdeckt die Zukunft der Tragwerksplanung mit den Subparts 24. Beste Grüße, Peter Pöppel von der Subgrid. Servus, pfiat euch, ciao, ciao.